Hallihallo, ihr Lieben! Dieses Video habe ich bereits in zwei anderen Videos angekündigt und hier kommt es nun. Das wird hier ein Überblick über dieses wunderbare Scrapbook-Album. Ich werde euch jeweils die Funktionsweise der Konstruktionen vorstellen, aber auch die Details der Kompositionen etwas näher zeigen. Auch dieses Projekt wurde von mir im Rahmen eines Workshops unter der Leitung der Künstlerin Anastasia Kuznetsova hergestellt. Vor einiger Zeit habe ich euch zwei andere Projekte aus dieser Reihe vorgestellt, nämlich ein Gemälde und ein Notizbuch. Solltet ihr sie verpasst haben, werde ich sie für euch in der oberen rechten Ecke bzw. unten in der Videobeschreibung verlinken. Dieses Album hat den Titel Eklektik. Den Wortstamm findet man im Altgriechischen und hat etwas mit der Vermischung verschiedenartiger Stile und Methoden zu tun, sodass dabei ganz neue Zusammensetzungen und Beschaffenheiten entstehen. Und ich finde, dieser Titel passt ausgezeichnet dazu. Denn bei diesem Projekt haben wir mit ziemlich vielen Materialien gearbeitet und verschiedenste mixmediale Techniken eingesetzt. Es gibt drei Doppelseiten im Album. Jedes davon hat auf beiden Seiten eine Konzentration auf den Focal Point, das ist ja der Mittelpunkt der Komposition. Des Weiteren gibt es hier jeweils einen weiteren Punkt, also Blickfang, auf jeder Seite. Dadurch entsteht eine wunderbare Dynamik, die dem Auge viel Stoff bietet, um zu schweifen und immer neue Elemente zu entdecken. Langeweile kommt in diesem Album gewiss nirgendwo vor. Es gibt auch viel Platz, wo man die Fotos unterbringen kann. Durch die versteckten Klappelemente ergeben sich auf allen Seiten weitere Stellen, wo man die Fotos platzieren kann. Der Fotoformat ist im ganzen Album gleich, und zwar 7,5 auf 10 cm. Alle Verzierungselemente, die auf die Fototräger hineinragen, sind in diesem Bereich nicht befestigt, sodass man die Fotos darunter schieben kann. Dadurch erreicht man den Effekt, dass die Fotos mit der Komposition verbunden werden. Das finde ich ganz besonders schön.
Jetzt möchte ich nochmal auf die Tatsache zurückkommen, dass in diesem Album viele verschiedene Materialien zur Anwendung gekommen sind. Papier ist so normal für uns, dass ich es gar nicht mehr erwähne, aber durch die Verwendung von Elementen aus Metall, Kunststoff, Chipboard, Textil, unter anderem Spitze und Filz, Kork, Plastik, Ton und so weiter, sind wir erst einmal dem Titel Eclectic auf einer weiteren Ebene gerecht geworden und durch den Einsatz dieser Vielzahl an Texturen und taktilen Wahrnehmung zu noch mehr Spannung im ganzen Album beigetragen. Bei dem Workshop haben 10 Teilnehmerinnen mit kreiert, also gibt es mindestens genauso viele Alben auf der Welt, die fast gleich, aber doch ein bisschen anders sind. Ich bedanke mich bei der Anastasia Kuznetsova auch für dieses dritte tolle Projekt hier noch einmal, für ihre hervorragende Leistung. Und unbedingt möchte ich mich bei Ivana Rubur bedanken, die hat mich wirklich super bei der Organisation der Eventreihe unterstützt. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video gehabt und würde mich über die Daumen hoch und Kommentare von euch freuen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann, eure Larissa.